Hallo Freunde, ich wünsche euch erstmal allen noch einen schönen Restdienstag, also einen schönen Dienstagabend und morgen einen schönen Mittwoch, falls ihr mein Video morgen schaut. Ich habe ein Mediabook getauscht auf Facebook, also über Facebook. Das ist hier drinne, alles bombensicher verpackt. Toll, also richtig top gemacht von dem Tauschpartner. So. Schaue ich mal rein. Hier alles so in Luftpolsterfolie, so eine Luftpolster-Dinger da. Das Mediabook, was ich jetzt hier getauscht habe, wollte ich immer so gerne haben. Aber es war mir immer zu teuer. Hier ist es drin. An meinem Thumbnail könnt ihr ja schon sehen, was es ist. So, hier ist es drin. Alles bombensicher verpackt. So, und hier ist es. Ich habe mir geholt. Ist das ein dicker Oschi? Thriller. Ein unbarmherziger Film im 8-Disc Uncut Mediabook von Bo A. Vibenius. In diesem Cover habe ich mir das geholt. Von diesem Cover oder von diesem Mediabook allgemein gibt es jetzt, glaube ich, nur ein Unboxing. Ich habe davon nur ein Unboxing gesehen, also ein normales Unboxing. Und guck mal, wie dick das ist. Das ist so ein dicker Oschi, so ein dicker Brummer. Hier die Rückseite. Das ist auf 1000 Stück limitiert. Oh! What? Ja, jetzt bin ich sprachlos. Die Limitierungsnummer. Die Limitierungsnummer, Leute. 1000 Stück. Und ich habe die 888. Hier. Ja, ich zeige euch das gleich in der... Kann man das nochmal jetzt einfangen? Nee, kann man jetzt nicht einfangen. Aber ich zeige es euch gleich in der Nahansicht. So, hier das Mediabook. So, und dann gehen wir rüber in die Nahansicht. So, Freunde, willkommen in der Nahansicht. Und hier das, der dicke Brummer, also ein sehr dickes Mediabook. 8 Disc von Thriller. Hier im wattierten Mediabook. Das ist wattiert und richtig geil. Hier das schicke Cover. Hat mir richtig gut gefallen, musste ich haben in meiner Sammlung. Ja, da wird auch ganz schön hoch gehandelt. Ich glaube, das ist auch schon so 100 Euro kostet das. Und ich habe es jetzt bekommen im Tausch. Freut mich sehr. Guckt mal, so dick ist das. Und hier haben wir den Spine. Hier ein Logo aus dem Cover, ein Logo. Denn Thriller, ein unbarmherziger Film. Ultra HD und Blu-ray und 8DIS-Z. Hier die Rückseite. Hier ein paar 10 Bilder und hier der fette Text, um was es in dem Film geht. Lass mich echt überraschen. Ich hoffe, der Film gefällt mir. Und hier nochmal meine Limitierungsnummer. Na, mal einfangen. Also hier 1000 Stück und ich habe die 888. Da steht's. Na, werd scharf. Da, 888. Man kann es noch erkennen. Richtig geil. Eine richtig geile Limitierungsnummer. Freut mich sehr. Dann haben wir hier UHD plus Blu-ray plus DVD Festival Version. UHD, BD und so weiter. Kinoversion und 2 Blu-rays Bonus. Der Film läuft auf 90 Minuten, nee, 108 Minuten. Highspeed HDMI-Kabel. Achso, das ist für UHD. Bonusmaterial ist auch vieles drauf. Dokumentation und jede Menge Bonusmaterial. Das Ganze ist hier von, welcher Firma war das? Das Ganze ist hier von Mediex, glaube ich. Mediex. So, dann mache ich das mal auf. So geht's los. Hier haben wir erstmal die ersten Seiten.
Okay, ja, erstmal gibt es hier ein Poster. Das ist nämlich ein Poster. Das gibt es auch als Cover. Wollte ich auch unbedingt haben in der Sammlung. Aber kam ich nicht ran. Das hat noch mehr gekostet. Da hätte ich noch mehr drauflegen müssen zum Tausch. Das sieht echt geil aus. Dieses Cover. Es müsste Ralf Krause sein. Richtig geil. Schön gezeichnet. Kam ich aber nicht mehr ran. So, das war das Poster. Dann gibt es hier so eine Charakterkarten. Die jetzt hier rauskriegen. Nichts kaputt machen. Mach ich mal kurz gucken. Break. So, hier sind die Charakterkarten. Einmal gibt es das Cover als Charakterkarte. Dann gibt es das Cover als Charakterkarte. Das Cover gibt es. Alles Mediabook-Covers. Das ist mein Cover. Mein favorisiertes. Also ich finde das richtig toll, wie sie da so steht. Mit der Schrotflinte in der Hand und mit dem kurzen Kleid. Und hier so kämpft und so. Richtig heftig. Und hier das schöne Mediabook-Cover müsste Ralf Krause sein. Das sind so eine einfach Postkarten. So, hier sind die Postkarten. Die mache ich. Warte mal, da ist noch was. Oh, hier haben wir noch was. Also einfach nur Pappe. Einfach nur Pappe. Weiß nicht, warum sie das mit reingepackt haben. So, stelle ich das wieder rein. Und hier unten steht dann Thriller nochmal. Ein unbarmherziger Film. Dann gibt es hier, also erstmal die Frau mit der Augenklappe. Dann geht es hier auf. Dann haben wir hier schon mal die ersten Disc. Was haben wir denn hier? Hier haben wir die ne Blu-ray. Uncut. Ach, hier haben wir die Uncut Blu-ray. Hier, Thriller Uncut. Uncut. Steht hier. Ah, das ist also die Uncut-Fassung. Die lege ich mal hier oben hin. Was haben wir hier? Hier haben wir den Film Uncut auf DVD. Mit dem Cover. Okay. Dann geht es hier weiter. Hier haben wir Uncut UHD. Auch schick. Und hier haben wir denn Uncut. Ach, die geschnittene Fassung muss das sein. Das müsste die gekürzte sein, weil hier steht FSK 18. Das müsste, glaube ich, die gekürzte sein. Müsste. Könnte, müsste. So, dann haben wir hier Innendrucks. Innendruck. Hier eine Szene aus dem Film. Wie sie da so steht, mit dem Mantel und mit der Schrotflinte in der Hand. Und hier mein Cover. So, dann mache ich mal die Disc wieder zurück. Und die Halterung, hier sind so eine Halterung, da sind wieder mit so einem Schnippeln, mit so einem Schnappeldingern, mit Nippeldingern hier, die man so runterdrücken muss. So, dann haben wir hier die UHD, hier den Film auf DVD, die Uncut-Version und hier die Uncut-Version auf Blu-ray. So. Das war schon mal der erste Teil dieses Mediabooks. Dann klappt man hier rum. Okay, umgeklappt. Jetzt kommt das fette Booklet. Und hier, wie ihr seht, wie es so verarbeitet ist, so ist das verarbeitet. So geht es hier so hoch. Zack, 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 geht hier so hoch. So ist das verarbeitet. So, und dann kommt hier das Booklet. Gehen wir auch mal durch. Hier haben wir die Frau mit der Augenklappe. Hier Thriller. Das Cover. Rache ist Gericht, um das am besten kalt serviert wird. Also ist ein Rachefilm. Ich glaube, das ist ein Rape and Revenge Film. Ich glaube, das ist ein. Also ist so ein Rachefilm. Starke Frauen. Liebe Filmfreunde. Mit Thriller, unbarmherziger Film, präsentieren wir Ihnen erstmals komplett ungeschnitten. Im deutschsprachigen Raum einen kontrovers
diskutierten und bei der Veröffentlichung in den 1970er Jahren mehrfach zensiert und verboten. Klassiker des europäischen Exploitation-Films von Quentin Tarantino als Movie overmade bezeichnet, als den härtesten Rachefilm aller Zeiten. Wow, okay. Die Anfänge. Der Racheengel. Und hier schön, also das sieht echt schön aus. Schön, echt schön verarbeitetes Metabook. Schön, schön gemacht. Hier ein paar Szenenbilder wieder und schönen Text. Rape and Revenge. Female Violence auf dem Vormarsch. Hier sind die ganzen Akte. Also der Film ist aus dem Jahr 1900, also aus den 70ern ist der Film. Soll sehr kontrovers sein und jetzt erstmals ungekürzt. Das freut mich so sehr, dass ich dieses jetzt in meiner Sammlung habe. Und dass ich den Tausch gemacht habe. Oh, hier haben wir ein paar Filme aufgelistet. Dirty Harry. Die Frau mit der 45er Magnum von 1981. Wer Regie geführt hat. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas kenne. Natürlich hier die Spit on the Grave-Filme. Spit on the Grave von 78, denn das US-Remake, denn Teil 2 von 2013, als Spit on the Grave 3, denn Déjà-vu. Déjà-vu, dafür braucht man gar nicht mehr reden, von Spit on the Grave. Déjà-vu, das ist echt zum Kotzen. Das Déjà-vu, schlechte Schauspieler, schlecht gemacht, schlechte Handlung. Also mir gefällt Déjà-vu überhaupt nicht. Den würde ich mir niemals mehr holen im Mediabook. Da hatte ich mal das Mediabook gehabt. Das habe ich wieder abgestoßen. Hier Irreversibel von 2002 aus Frankreich. Den kenne ich. Savage Streets, Straße der Gewalt von 84. Der wird hier auch aufgeführt. Ha, Last House on the Left, das Remake. Das Song, klasse Film, Last House on the Left von 2009 von Dennis Eladies. Das ist so ein toller Film. Das Remake von Last House on the Left. Also, den kann man sich echt geben. Ist auch so ein Rape and Revenge-Film, wo die Frau vergewaltigt wird und dann Rache verübt an die Leute, die sie vergewaltigt haben und die umbringen wollten. Geldgierige Furien. Ach so. Wahnsinnige Psychofurien. Also schickes Booklet, gefällt mir. Also das lohnt sich wirklich. Also wenn man das, oh, da haben wir Nacktheit, das muss ja nicht gezeigt werden. Okay. Und das Booklet wurde rein, warte mal. Wo haben wir denn die Mitte? Ich kriege mal nach vorne. Das Booklet, glaube ich, wurde rein genäht oder so. Oder rein getackert. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ruf nach Vergeltung, der Rachefilm. Hier haben wir ein paar Rachefilme. Das andere waren Vergewaltigung, also Revenge-Filme. Rape-Filme. Ein Booklet gefällt mir. So, jetzt kommen wir zu den letzten Seiten dieses Booklet.
Und hier haben wir noch ein paar schöne Bilder. Hier sind Cover. So, hier haben wir das letzte. Die letzte Seite dieses Booklet. So, dann haben wir hier ein Teil wieder. Hier ein schönes Bild, wo die Frau eine Pistole in der Hand hat und eine Augenklappe. Den schlägt man hier nochmal auf. Dann gibt es jetzt hier den Film auf Blu-ray. Nochmal eine Blu-ray-Disc. Bonus, hier, Bonus. Also Bonus-Disc. Und hier haben wir nochmal eine Blu-ray. Nochmal eine Bonus-Blu-ray. Bonus 2. Toll, toll. Und dann haben wir hier den Film auf Blu-ray. Ja, das müsste die gekürzte Fassung sein, weil da ein FSK 18 ist. Weil in Deutschland war der, habt ihr ja gelesen, ich habe es ja vorgelesen, verboten. Und ja, das müsste die gekürzte Fassung sein. Und dann haben wir hier nochmal den Film auf DVD. Auch nochmal diese Version. So. Und dann gibt es hier noch einen Innendruck. Mit der Frau wieder, wo sie die Schrotflinte in der Hand hält. Da müssen ja so eine tolle Szene sein mit der Schrotflinte, dass sie das so oft in Mediabook reinpacken. So. So. Alles wieder zurückgemacht. So. Hier wieder zugeklappt. Dann klappt man hier nochmal zu. Genau so, so und so. So ist es zu wieder. So. Hier nochmal meine Limitierungsnummer. Da bin ich so baff, dass ich so eine geile Limitierungsnummer bekommen habe. 1000 Stück und ich habe die 888. Geil. Ich gehe nochmal näher ran. Kann man nicht erkennen. Aber hier kann man das erkennen. Toll. Okay. So, und jetzt gehen wir rüber in die andere Perspektive zur Verabschiedung. So, meine Freunde, das war jetzt das Unboxing zu Thriller im wattierten Mediabook, was richtig dick ist. Wattiert, 8 Disc mit Uncut Blu-ray. Ich weiß, in dieser Edition fehlt eigentlich diese Augenklappe. Hier, diese Augenklappe. Wo ist die? Ich habe nochmal geguckt im Paket, ob die da zu finden ist. Aber im Paket war die nicht, die Augenklappe. Ich habe nochmal alles durchgeguckt. Muss ich ihn nochmal anschreiben. Von dem ich das habe, das Mediabook, weil da gehört eigentlich auch die Augenklappe zu. Also diese Augenklappe, die sie hier aufhat im Film. Diese hier. Die gehört eigentlich zu diesem Mediabook mit zu. Also man kriegt die kostenlos mit zu. Die liegt denn hier so mit drinne. Naja, egal. Hier habe ich jetzt das schicke Mediabook und ich bin glücklich, dass ich endlich diesen Film habe in der Sammlung Uncut. Und richtig toll. Und das wollte ich unbedingt immer haben. Ja, meine Freunde. Denn ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend, Mittag oder morgen, wann immer ihr dieses Video schaut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.